dann ist wieder gut. Was ist das denn jetzt? Die hatte das gleiche Sprachvermögen wie meine Tochter. Zehennägel, die besten Momente der Woche. Wir schauen rein in die Streamclips. Wir fangen jetzt an mit Twitch Clips Germany, dem Format, in dem ich nie erscheinen werde, weil ich einfach nicht witzig bin und das Internet mich hasst. Ich fand das witzig. Das fand ich witzig. Ich hasse ihn. Ich bin das Internet. Stell dir mal vor, es gäbe einen Menschen, der das Internet verkörpert. Boah, das wäre der ätzendste Motherfucker auf diesem Planeten. Ja, also nee, weil weißt du, was er legit wäre? Gott. Nein. Also er wäre allwissend, mal gut, mal rachsüchtig, mal omnipotent, alles ja. Vernichten, mal leben und leben lassen. Nee, potent. Alleine in Deutschland. Gott ist omnipräsent, nicht potent. Und alleine in Deutschland hast du genug Internetlücken, wo du einfach keinen Empfang hast. Also naja, das fällt schon mal raus. Ketzer. Stimmt, ich habe das verwechselt, Paul. Ich habe völlig vergessen, du bist omnipotent. Du hast es mit dir verwechselt. Ja. Ein, zwei Fehler, wenn das Spiel neu ist. Ne? Es ist vor kurzem erst rausgekommen, wie gesagt. Ne? Als Streamer ist es ein Balanceakt. Es ist ein Balanceakt als Streamer, den Zeitpunkt zu treffen, wenn man pinkeln geht, genau den Zeitpunkt zu treffen zwischen hast du dir überhaupt die Hände gewaschen? Wie kurz warst du denn weg? Ja? Und ja, wo bleibt ihr denn? Ist er noch scheißen? Es ist ein Balanceakt. Ich glaube, das ist so ein Zeitraum von ungefähr 5 Sekunden dazwischen. Das ist wie bei Dead by Daylight, wenn du diesen Dingens da treffen musst. Diesen perfekten Timer. Ja, das stimmt. Den musst du treffen. Aber ich höre, da könnte man doch bestimmt, die Datenlage ist ja da. Da kann man doch bestimmt mal eine statistische Erhebung dazu machen, wo der perfekte Zeitraum liegt, wann Leute das anfangen zu schreiben. Bin mir sicher, das kriegt man raus. Komm her. Bin ich mir aus. Komm her. Er springt jetzt. Ich sag's euch. Er springt. Ich habe auch so die Vorstellung, dass bei Carina alles in der Wohnung plüschig ist, ne? Alles. Also glaube ich ja. Schon. Ich glaube, egal wo du dich in der Wohnung hinlegst, ist gemütlich. Ja. Oder? Ich glaube, es gibt einen Raum, in dem ist es nicht so. Ah, du kannst recht haben. Du kannst recht haben. Da meinst ist du. Auch so ein Raum mit so einem. Mit so einem. Mit so einem. Abwischbar. Mit so einem Marty hier. Wie heißt denn so ein Ding? Was ist an den Schranken immer? Ist das ein Martinskreuz? Nee, wie heißen die Dinger? Ja, Martinskreuz, ja. Andreaskreuz. Andreaskreuz, ja. Andreaskreuz, ja. Ja, das so ein Ding mit dem Andreaskreuz an der Wand, ja. Safe. Ich werde mich erschrecken. 3, 2, 1. Ich wusste es. Katzen, Alter. Und warum haben eigentlich mittlerweile alle ihren Namen im Hintergrund stehen? Das ist mir schon so oft aufgefallen. Brauche ich das auch? Ja. Ist das so ein Trend, den ich auf Twitch verpasst habe? Ja, kein Trend. Chat, warum sagt ihr mir nicht Bescheid, dass ich das jetzt brauche? Ja, ne? Du hast deinen Namen auf dem Stuhl? LOL, Paul! Das habe ich vergessen. Vergessen. Weil sie den Stuhl geschenkt. Welcome to Animal Village. Nein. Village. Er groggt sie alle. Was ist das für ein Spiel? Holly, Alter. Was zum. Ich frage mich, was dem vorhergegangen ist, damit man so reagiert in dem Spiel. Und so Steinoptik hat. Ganz viel Unglück. Und da kann man die dann wie heißt einfach denn reinlegen. Das hier, Dingens. Weißt du, Five Nights at Freddy's oder? Nee. Nee, natürlich nicht. Ich meine, das, woraus die gerade alle waren. Ach so, keine Ahnung, kenne ich nicht. Das war doch dieses Nintendo-Ding. Ach, das Animal Crossing. Ah, das sollte Animal Crossing sein. Ah, ich verstehe. Ja, ja. Yeah, das waren die Originalcharaktere. Naja, ich dachte, du natürlich, sagst. Natürlich, das waren die Originalcharaktere. Wenn ich die erkenne, mit 0 Minuten Animal Crossing-Erfahrung in meinem Leben. Ja, doch schon, ja. Kann alles sein. Also für mich kann das alles sein. Nein. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Man erkennt es auf jeden Fall. Ich habe noch nicht dran gedacht.
machen, sodass die dann so Steinoptik hat. Und da kann man die dann einfach reinlegen, da können sie sich dann sozusagen rausholen, wenn sie dann Bock drauf haben auf ihre Mehlwürmchen. Was hast du erwartet, dass passiert? Klopf, klopf. Übrigens, wenn euch das passiert, Freunde, kleiner, wirklich ernst gemeinter Tipp, fangt nicht an, das wegzuwischen. Ihr verschmiert das nur. Silikon kriegt ihr nicht weggewischt. Wartet, trocken. Bis es trocken ist und dann hebt ihr es einfach auf. Ring, ring. Ist jemand zu Hause? Okay, ich meine, die Tür steht noch. Ja. Geil. Beim Pop-Up-Store sind wir dann die Folter. Ich dachte ganz kurz, dass das Monopoly ist. Not gonna lie. Wir lagern dich. Stimmt, beim Pop-Ups, aber bass mich nicht in den Pimmel rein. Das haben die da gemacht, das war der Joke. Ich hab ihn weitergeführt. Okay. Schau Ranger gerne zu. Immer nur Pro-Gamer mit Skill zu verfolgen ist langweilig. Ey, das ist das beste Kompliment, das mich gleichzeitig beleidigt, dass ich seit langem gehört habe. Bin ich der Einzige, der ultra verwirrt war, weil ich dachte, zumindest ganz kurz dachte, es wäre Stay? Ey, sagt das Ranger nicht, Mann, der hört das öfter. Ey, aber der Ranger ist wirklich ein guter Typ. Ich habe mit dem ja schon ein Turnier gewonnen. Ich habe ja damals mit dem das Dune-Turnier gerockt. Das war echt nice. Da haben wir viel Spaß gehabt. Wir haben sie alle weggeatombombt. Das war echt toll. Ja, das war schon. Das war echt toll. Stays Bruder. Ähnlichkeit Minimum. Ist da, ja, schon, ja. Muss man sagen. Ranger ist auch im Chat. Wir mussten die Tür zum Generator im oberen Stock verkappen. Ich bin angegriffen! Was? Von wem? Nein, wirst du nicht? Das war ein Pferd! Das war einfach das Pferd, was gewiehert hat. Ich dachte, ich hätte hinter mir ein Geräusch gehört. Dicker. Ich dachte, ich hätte hinter mir ein Geräusch gehört. Ich geh kurz pinkeln. Oh. Seid ihr bereit? Du hättest tot bleiben sollen, Mother. Können wir kurz mal darüber reden? Wie er da unten, wie er in seiner Ecke sitzt. Nein, achtet nur auf ihn. Ja, aber Schwammel macht das auch gut. Schwammel macht das wirklich gut, Mann. Oh, wow, ey. Warum ist der noch so insane geil, Alter? Dieses hat mich komplett gekriegt. Der hat auch eine Range von Leon aus Resident Evil zu wie heißt dieses Meme von dem Typen? Weißt du, was ich meine? Ja. Hier, der aus Simpsons. Das ist eine krasse Range auf jeden Fall. Aber er erinnert mich auch an den Karten, den ich als Sticker immer schicke. Ja, ja, genau. Great. Es ist richtig doof, darum machen wir Stein, denn Stein muss das Material unserer Wahl sein. Zombie haut dran, tut sich die Hand weh, denn das ist ja Stein. Weh. Was ist los? Bär. Also Bär. Okay. Okay. Sonst noch was? Leiter an Schön. Der Wand ist ganz doof, da muss weggehackt werden, dass die Zombies nicht klettern. Wir hacken sie weg und dann gibt's keinen Weg hoch mehr für die Zombies, die sind dann ganz traurig. Zombies weinen leise. das hat Zoe nochmal besser gemacht. Das ist gar nicht unser Wagen. Wo ist denn unser Wagen? Digi, schiebst du die ganze Zeit einen falschen? Oh mein Gott, ich hab den falschen Wagen die ganze Zeit geschoben. Oh, wie unangenehm! Ich hab die ganze Zeit den falschen Wagen. Wie unangenehm! Ich hab von irgendjemand den Wagen weggeschoben. War wieder dahin. Kannst du das eben nehmen? Nee, lass mal. In dem Moment, was ist die einzig angebrachte Reaktion, Freunde? Stehen lassen, wegrennen. Ja, absolut richtig. 100% stehen lassen, aus dem Laden rausrennen. Nie wieder da einkaufen gehen. Und schreien dabei. Auch schreien, ja, wichtig. Schreien und ganz eigentlich wichtig. Noch links und rechts die Hände ausstrecken, dass du nur alles aus dem Regal reißt, was du mitreißen kannst. Die Antwort ist immer anzünden. Ja, auch anzünden dann, ja. Aber erst 2 Wochen später. Oh mein Gott, ich schieb die ganze Zeit. Ich hab jemanden den Wagen geklaut. Du musst rutschen. Ja. Ich geh schon mal in sichere Entfernung. Hugo, ich sag dir, der Oberschenkelhalsbuch ist. Perfekt. Hugo down, Hugo down. Und hier wieder aussieht, Alter.
Hugo, ey. Also mir geht's gut. Wie geht's dir? Hallo. Und es ist sehr lange her, aber ich habe mich noch an dich erinnert. Weil ich habe manchmal ein Brain wie ein Hirn. Ein Brain wie ein Gehirn. Ein Brain wie ein Elefant. Ein Brain wie ein... Ein Brain wie ein Hirn. Ja. Was passiert da? Glätteisen. Das ist halt meine heiße Stange, darf ich nicht anfassen. Wenn ich sie in dein Gesicht halt. Es gibt einen Bestellladen bei mir in der Gegend, der zulässt, dass man eine halbe Kokosnuss dazu bekommt. Und du kannst das als ein Extra bei einer Pizza wählen. Yo, no shit, ihr habt alle Pizza Connection gespielt, oder? Oder beziehungsweise die später halt bei Pizza Syndicate hießen die, ne? Da gab's ja auch so die Option, du hast ja immer eine neue Zutat genommen und hattest sie erst in maximaler Größe und musstest immer auf den Mixer drücken, um die kleiner zu machen. Und wenn du den Hummer hattest, hattest du ja auch den großen Hummer, den ganzen oder eine Thunfischdose oder so. Das irgendwie erinnert mich das sehr daran. So, dann Zucker. Ja, aber hat er jetzt durchgezogen oder nicht? Ja, das hätte ich auch gerne gewusst. Ein bisschen. Was ist das? Naja, alles rein da. Wir spielen ein neues Spiel, kocht den DNF. Die ganz andere Kochshow hier auf Twitch. Da kocht nicht der Streamer irgendein Essen, da kocht der Streamer selber. Warte mal. Ich habe kurz geglaubt, und das sagt eine Menge über Dirk aus, dass ich davon ausgehe, dass der Mann so einen Whirlpool mit Säulen in seinem Studio hat. Aber der ist schon im Urlaub mit RRL zugeschaltet, während jemand für ihn zu Hause die Urlaubsvertretung macht und auflegt, oder? Der ist schon im Urlaub. Ja. Okay, wild. Alter, Dirk, wirklich. Ja. Da kocht nicht der Streamer irgendein Essen, da kocht der Streamer selber. Sollte es heute im Laufe des Tages extrem werden und das Gewitter wird zu stark, dass ich den PC ausschalten muss, dann muss ich den PC ausschalten. Ich muss mal fragen. Das ist so unbestechliche Logik. Ja, aber auch frage ich mich, wo sie wohnt. Weil rein theoretisch sollte ein Gewitter nicht in der Lage sein, deinen Rechner auszumachen. Ölbohrinsel, Olli. Also ich glaube, das ist so ein Urban Myth, der sich so aus Windows 95 Zeiten hält, dass man denkt, wenn der Blitz einschlägt und dein Rechner ausmacht, sind alle Daten weg. Nee, das nicht. Aber der macht den Strom weg. Also dass du Stromausfall hast, ist mir noch nie passiert. Ja. Ich habe noch nie bei einem Blitzanschlag, und bei uns ist auch schon Blitz eingeschlagen, habe noch nie einen Stromausfall erlebt. Ich hatte schon Stromausfall. Echt? Bei Gewitter, Olli, sie hat doch nicht gesagt, dass bei ihr der Blitz einschlägt, hat sie nie gesagt. Achso, habe ich das? Sie hat gesagt, also, wenn das Gewitter so krass wird, und bei krassem Gewitter kann es durchaus zu Stromausfällen in bestimmten Regionen kommen. Wenn du so Überlandleitungen und so hast, kann das passieren. Wenn die so Umspannwerke haben, die irgendwo auf irgendwelchen Feldern stehen und so ein Shit. Ja, so ländlichen Gegend. Ja, ich schreibe doch gerade einer, es ist einfach alles hin, wenn der Blitz einschlägt. Da kommt Feuer aus der Steckdose. Wo wohnst du, Alter? Was haben die bei euch im Haus gemacht, Alter? Das sollte so nicht sein. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Krass, okay, wild, Mann. Okay, vielleicht bin ich auch der einzige Idiot, der immer so Überspannungsschutzsteckdosen kauft und so. Maybe, I don't know. Vielleicht habe ich es deswegen nicht gehabt. Weiß ich nicht. Oder vielleicht liegt das daran, dass mein Vater Elektroinstallateur ist und wahrscheinlich immer, keine Ahnung, vielleicht hat er einfach die Blitze gegessen, wenn sie eingeschlagen haben. So. Ja. Maybe das. Vielleicht ist aber auch bei dir kein Blitz eingeschlagen. 1.21 Gigawatt gegen deinen Rechner, Olli. 1.21 Gigawatt. Ja, wenn die meinen Rechner treffen, dann hat der ein Problem, auf jeden Fall. Digga! Boah, das war Hammer! Hier, boah, die hatte eine, ich habe Gänsehaut bekommen, die hatte eine Intensität in der Stimme, krass. War geil. Alter, richtig Falter. Nice. Ey, würde mich mal interessieren, ob die in einer Band singt oder so. Holy fuck. Mir das Bild mit für den, Hobby ist das den zu Zügen, ne? Und der Zug, der war schon weg. Der war schon weg. Sie schickt mir das Bild und schreibt, wie wär's denn mit dem ersten? Dann schreibe ich, der seit einer halben Stunde weg ist, schreibt sie ja. Schreibe ich, ja, der ist seit einer halben Stunde weg. Schreibt sie? Ja. Ich hab so viel Schaden. Aber, also du könntest ja bei der Deutschen Bahn davon ausgehen, dass er noch nicht kam. Dass der noch kommen wird. Ah, ja, stimmt, denen ist alles zuzutrauen, ja.
Wo waren das letztens? Irgendwo habe ich das auch wieder gelesen, dass einfach ein Zug ausgefallen ist und die haben nicht Bescheid gesagt. Also da kam jemand zu seinem 19.32 Uhr Zug und die haben gesagt, als vor Ort dann, der ist nicht da. Der ist gar nicht da. Das heißt, sie können nur den 2032 Zug nehmen. Ganz wilde Geschichte. Freude in mir, es ist unglaublich. Okay, krass. 30 Sekunden. So oft schon passiert? Okay. Stark! Wenn selbst die Lady lacht, die das moderiert. Ja, es ist nicht gut. Viel schwerer auf einer Dose als mit so einem Sattel? Das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass ja. Dass ich mein Bein so eklig machen kann. Das ist jetzt richtig eklig. Also, ihr habt es noch nie Stop das it! Gesehen, oder? Get some help. Ich kann sogar beide, wartet. Oh Gott! Nein. Oh, dann falle ich meistens um. No way, was? Du musst ein aufpassen. Wer hätte das? Sie bewegt ihr Fuß auch viel zu einfach damit. Hä, guck mal, sie, hä? Oh lol, Alter. Habt ihr gesehen, also, sie hat den Fuß einfach hoch an die Hand bewegt und nicht mit der Hand hochgenommen. Ja. Da ja. Hast du, what? Das sind keine Füße, das sind keine Beine, das sind Arme. Okay, wow. Aber du weißt, was ich meine. Mama möchte schlafen, Mama schläft seit einer Stunde. Miau, Hunger. Jetzt, 5 Uhr morgens, es wird Zeit für Frühstück. Hast du mir gerade die Pfote auf den Mund gelegt? Ja. Ist es dein Schwein. Hey, hi, schön, dass ich dich in meinem Schwein... selber lachen? Nein, warum? Man hätte das noch laufen lassen müssen. Das kannst du doch nicht wegschneiden. Ja. Das war schon... Nein, kann ich. Das war schon sehr stark. Nice one. Das habe ich auf unserem Kühlschrank auch schon gemacht. Ja. Das ist schon nice. Der Typ im Hintergrund hat Ortseingangsschild. Willkommen, Party People. Zwar auf Wacken, aber in Lütchen Bornhold. Und wie ihr hört, sogar mit eigenem Duschsystem. Das oder er brät irgendwas an. Hi. Moin. Wäschst du dir auch brav die Genitalien? Nee, die lasse ich immer aus. Und so kommen wir natürlich auch zur Zusammenfassung. Und zwar habt ihr jetzt noch Fragen zu dem Thema? Aria. Nicht Aria. Gibt es einen geschmacklichen Unterschied zwischen den Zehennägeln von Omas oder Opas? Nein. Der nächste? Also, um das natürlich... nächste Frage. Asta, Alter. Ich wollte wissen, ob man auch nach Farben sortieren sollte. Ach, also so schwarze oder blaue Fußnägel oder so grünlich angelaufen. Da kannst du was sagen, deine Sammlung ist ja relativ groß, Asta. Danke für die Präsentation. Das war sehr schön, meine Damen und Herren. Er hat so gelitten, ey. Nein, ich bin der ehrlichste Mensch der Welt. Ich betrüge und lüge und sowas, aber dann gebe ich es immer offen zu. Was? Okay. Ja, der Chat sagt schon, Duell of the Fate ist hier gar nichts. Duell of the Fate, das da. Jetzt schon aus dem Gleichgewicht, aber nein, er stabilisiert sich. Ja, du darfst also mit, aber er muss mit den Winter bekommen. Also ja, du darfst ihm auch versuchen, ins Gesicht zu hauen. Und ist das die richtige Taktik? Schaut euch mal an, wie gechillt Schung das macht. Die Füße. Ja. Der grinst dabei schon. Ja. Das ist wirklich Endboss. Also schon so euch, krass, Dark Mann. Souls ist nichts dagegen. Zeit da drauf, ne? Ja, auch Elden Ring nicht. Jetzt Lara. Hat sie mehr Balance? Nein! Schon bleibt einfach ungeschlagen. Was seid ihr? Es war so insane, Mann. Es war wirklich, es hat Spaß Alter. Gemacht, Mann. Das war wirklich cool. Ja. Das hier ist Mochi, Freunde. Okay? Sieht aus wie Charlie Chaplin. Oh, das ist... Das ist die deutsche Reichskatze. Nein, das ist nicht die deutsche Reichskatze. Was ist mit dir? Das ist nicht Charlie Chaplin. What the fuck, ja. Alter? Hä? Aber netter diplomatischer Weg, das zu sagen. So. Er hat auch den Diktator gespielt. In der Rolle sah er so aus. Ja, ja du, ey, wenn die Katze dann auch so Sachen sagt wie er in der Diktator, dann super. Also zumindest am Ende in der Rede. Die übrigens nach wie vor immer noch, ich würde fast sagen, könnte sogar eigentlich der stärkste Monolog in der Filmgeschichte sein, möchte ich meinen. Mm-mm. Ja.
Ist das das Ende mit dem, wir sind Maschinen, also ist das das mit den Maschinenmenschen? Mit den Maschinenherzen? Ist das der? Ich glaube, ich habe den Inhalt nicht ganz im Kopf. Maschinenherzen ja, sagten mir okay, jetzt nichts, ja, aber kann ja, sein, ja. 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 Ja, der ist sehr stark. Der ist toll. Der inhaltlich stärkste Monolog in der Filmgeschichte ist Herr der Ringe. Die Rede. Die Aragorn hält, wenn er den Helm weggetreten hat. Nein, Paul, mein Gott. Ach so, die kann ich zitieren. Sekunde. Warte ganz kurz. Ah! Boah, das war aber nicht so authentisch wie bei ihm, muss ich sagen. Nee. Aber weißt du, woran das liegt, dass es bei mir nicht so authentisch war? Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Also, aber als der Schauspieler von Aragorn gegen diesen Helm tritt, Viggo Morgenstern. Ich hasse mich selber so sehr gerade. Und deshalb, Olli, ist dieser Schrei so authentisch. Ach so, weil er sich wirklich den Zeh wehgetan hat. Ja. Krass, wie in dem Film hier, Mission Possible mit Tom Hanks, als er übers Dach springt. Ja, wo der richtig und sich das Schienbein bricht und trotzdem noch weiterläuft. Ja, krass, ne? Ist ihm auch das Bein abgefallen, habe ich gehört. Tom Hanks auch einfach krass. Krasser Typ. Ich freue mich, ich bin auch so glücklich. Was Paul übrigens eigentlich meinte, war die Szene, ihr verneigt euch vor niemandem. Ja, die war auch wild, das die stimmt. Ist, die ist gut. Auf welchen Monolog meinst du denn jetzt? Na, den er Blut, heute ist ein Bluttag. Ach, das Ding. Die Kampfrede. Ein Bluttag? Ja, das ist ja Theoden, oder? Ja. Ah. Danke. 513. Ja, das mit Tom Hanks ist immer noch ein Witz, Chat. Das ist genauso wie Tom Cruise den Polarexpress gefahren ist. Stark. Oh Gott, es kommt neu dazu. Sehr gut. Danke, Paul. Das ab sofort bist du Teil der Geschichte. Kuchen 513, danke für 5 Verschenkte, Mann. Dankeschön. Es gibt bestimmt so ein paar Sachen, da musst du dich nochmal dran erinnern. Okay. Aber vom Prinzip ist gerade der Anfang ist immer das Gleiche. Was passiert? Du willst gucken, dass du 2-3 Städte hast, dann willst du auch deine... Was ist das? Du könntest einen OnlyFans-Account machen für Wild Chicks. War heiß. Dann sind das einfach Hühner in der Wildnis. Nee, ich glaube nicht. Ich meine, ich weiß ja nicht von Dingen, von denen ich vielleicht nichts weiß, weißt du? Mhm. Ja. Nee, weiß ich nicht. Ja. Das ist technisch gesehen richtig. Hallo, Benner, machst richtig. Mann, unbefriedigend. Gronkh, kannst du uns mal befriedigen, bitte, damit? Das ist so, keine Ahnung, der hat angefangen und sich fertig gemacht. Mann. Ja. Ich wollte jetzt falsch mitjammen. Das ist ein Problem in vielen Beziehungen. Da kann man drüber sprechen. Sollte man auch. Kommunikation ist der Schlüssel. Und der hat einfach mittendrin aufgehört. Oh, jetzt muss ich das selber machen. Mein Gameplay ist einzigartig. Gut. Ja, einzigartig. War das. Schlecht. Ey, ich find's immer wieder spannend zu sehen, was Menschen für unterschiedliche Techniken haben. Bei Minecraft beim Abbauen, einen 3 Block hohen Weg zu bauen. Ich habe nämlich zum Beispiel eine Technik, da muss ich die Maus nicht bewegen, sondern ich kann mich konstant nach vorne bewegen. Du musst nur auf einer exakten Höhe sein, weil wenn du nah genug dran bist, triffst du den oberen und danach halt den unteren, ne, und zuerst den unteren, wenn du weit genug weg bist. Also das funktioniert ganz gut. Okay. Also ich role quasi AWD. Okay. Um Reihen abzubauen, damit ich mich nicht, weißt du, damit ich die Maus gar nicht in der Hand habe, um einfach nur eine Reihe nach der anderen quasi abzubauen. Ich verstehe. Interessant. Ja. Ich nehme einfach TNT, ja, das macht immer die geradesten Wege. Das war. So schlechtes Gameplay in Minecraft hast du noch nirgendwo gesehen. Das stimmt. Ja. Doch. Gesundheit. Klang wie Niesen, ja. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mit so viel Angst durch ein Spiel gelaufen bin. Aber sowas ist doch scheiße. Ja, wirklich, ist so. Was war das? Das war ja nur Jumpscare, ohne Spannungsaufbau, oder weißt du, wie ich meine? Ohne, dass du irgendwie was
Das ist das moderne Horrorspiel und der moderne Horrorfilm, Ladies and Gentlemen. Nee, gar nicht. Es gibt ja zurzeit auch so ein paar gute, wo das stimmt, du wirklich halt ein paar gute gibt's, das Böse oft siehst und dem sogar ausweichen kannst und so, ne? Mhm. Wie gechillt die in dem Panzer sitzen? Oh mein Gott, haben wir gerade. Das war stark. So, ich habe eine Sprachnachricht bekommen. Hallo Matteo, ich glaube, du musst den Knopf gedrückt halten. Also, vielleicht kann dir der Chat das dann nochmal beibringen. Oh nein, habe ich wieder Scheiß gedrückt oder was? Wir hören mal meine ab. Hallo Kadi, hier ist Matteo. Hey, hier ist Matteo aus dem Internet. Hallo Matteo, ich glaube, du musst den Knopf gedrückt halten. Mann! Man hat es halt auch nicht einfach als älterer Mann im Internet, ne? Ja, das ist ja auch Schwachsinn, du musst ihn ja nicht gedrückt halten. Du kannst ihn ja drücken und hochschieben. Ja. Dann ist er automatisch gedrückt. Du Korrekt. Kannst machen, was du willst. Korrekt. Also selbst das ist ja eine Fehlinfo. Ja. Also nicht eine Fehlinfo, aber eine, die effektiver geht. Aber das ist das, was ich. Ey! Nein! That's quite big. No way. Impressive. Das ist ja fantastisch. Hallo? Entschuldigung. Nein! Nein! Chat, ja, ich brauche eure Hilfe. Avatar hat genau das ausgesagt. Welcher Song ist das? Das klingt anfangs ein bisschen nach Enter Shikari, aber das ist was anderes. Nein! Nein! Erkennt ihr mal den Song? Das ist nicht Enter Shikari. Amaranth, okay. Warte, zählt das? Okay. Das hat nicht gezählt? Weißt du, was mich immer interessieren würde? Was denn? Ich muss mal kurz was erledigen. Lasst euch von mir gar nicht... Also ich würde schon ganz gerne... Nur für mich. Mhm. Mal jeden VTuber sehen. Also den echten Menschen. Ja. Und interviewen. Und was mich vor allem interessiert ist, die Wahl des Avatars. Mhm. Was ist es? Ist es ein so sehe ich mich? Ist es ein so wäre ich gern? So würde ich mich gerne sehen? Mhm. Oder ist es ein Ästhetik um jeden Preis, es hat nichts damit zu tun, wie ich aussehe, weil das eine komplette Kunstfigur ist. Hm. Mit letzterem nebenbei bemerkt, könnte ich mich am ehesten sogar noch identifizieren. Hm. Okay, und was machen wir mit den ganzen Tieren? Ja, dazu habe ich ja meine Meinung. Ich weiß bloß nicht, ob jetzt so Sachen wie von einem Space Marine abschlachten lassen oder an die Wand stellen und standrechtlich erschießen lassen so gut ankommen. PS, habe ich jetzt mit Absicht gesagt, weil jetzt habe ich wieder 15 so kleine wütende Furries in meinen Insta-DMs, die sowas schreiben wie, na Florian, ey, ganz ehrlich, du predigst immer Toleranz, ja, und du hast so eine Doppelmoral, gleichzeitig schießt du so gegen uns Furries und ich denke immer so, ja. Ich möchte erstmal die Furries sehen, die so viele Furry-Kalender verkaufen, wie wir verkauft haben. Richtig. Bevor sie sich ernsthaft Furries nennen dürfen. Nichts habt ihr getan für die Furry-Community. Gar nichts habt ihr gemacht für die Furry-Community. Wo wart ihr, als die Furry-Community ihre Kalender gebraucht hat? Wir haben sie geliefert. Wo wart ihr, als der Furry Fold fiel? Vor allen Dingen, du bist nur ein echter Furry, wenn du es kommerzialisierst. Das ist die Aussage dahinter. Das ist es. Das ist es halt. Stirn, ihr werdet auch kaum etwas hören. Bis gleich. Das klang wie wie Goofy, wenn er so im Hintergrund immer so geschrien hat. Genau. Neue Kategorie Steinzeit-Streaming. Nein! Oh, nein! Oh mein Gott! Ich habe Alt-F4 gedrückt. Nein, oder? Habe ich Alt-F4 gedrückt? Hast du das wirklich gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe Alt und
Kirby ist auch richtig Scheiße. Sauer auf sie. Yeah, yeah. Verständlich. Super Play Crafting. Ich möchte Feli einmal ganz kurz zur Wahl ihres Energy Drinks beglückwünschen. Du musst deine Dosen mal wegbringen. Ja, ich muss mal meine Pfandflaschen wegbringen. Julia! Ja, Feli! Was passiert da? Das, Digga, das ist wie, so klingt das, wenn ich in Flo's Auto einsteige. Warum bist du jetzt so? weißt du, alles Spaß aus Liebe. Ich möchte, warte, ganz kurz. Ja. Hol ich dich morgen ab? Das kommt drauf an, was der Johnny hier sagt. Muss ich gucken. Was hat er heute gesagt? Also heute hat er gesagt, hi, ich habe einen ganz leichten Strich noch. Also wirklich minimal. Ja, dann hol ich dich aber auch nicht ab. Also du kommst nicht zu mir ins Auto, wenn du nicht 48 Stunden frei davon bist. Aber es ist schade, du wärst sehr stolz auf mich. No way, du hast gerade keinen Pfand im Auto. Nein. Aber du weißt doch, das ist der Blumenstrauß. Ja, aber der Notgroschen, Flo, der Notgroschen. Ja, ja. den hab ich gebraucht. Bares Geld. Das Geld liegt auf der Straße. Mm-mm. Das Geld liegt in meinem Auto. Ja, das stimmt. Oh, da ist ein geheimes Geheimnis. Nein. Schließ das Fenster. Hey. Sie wird sauer. Tabulator-Taste benutzen. Hey! Chris, du hast es nicht vergessen, oder? Dass du rennen kannst. Doch, tatsächlich habe ich das vergessen. Ich liebe so Meta-Humor-Spiele. Wir haben eine Rennentaste. Ich hab das schon wieder vergessen. Holz, um den Baum so hoch zu bauen. Oh mein Gott, guck mal, Chat! Hier ist ja Lysa Grimm! Boah, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, das letzte Mal war ihre Schwester dabei. Lauter Grimm! Der Witz ist meiner. So. Oh. Das ist der Witz ist meiner, hat's gerettet. Aber oh. Nicht ich. Ich hab Schmerzen. Nun. Den kann Asche auch behalten. Auch. Ja. Machen wir weiter auch. Ja. Kannst du bitte weniger Pause machen? Kann man nicht mit ansehen. Miss Sex. War lustig. Gutes war witzig. Timing. Gutes Timing. Ja, ja, das ist auf jeden Fall witzig, ja. 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 Völlig richtig. Bin ich voll bei dir. So. What? Kannst du bitte weniger Pause machen? Kann man nicht mit ansehen. Miss Xenox, guckst du zum allerersten Mal heute bei mir eine Reaction? Eine Sache. Ach Mann. Okay, warte. So, ich hoffe, der Hund schaut jetzt nicht mehr. Ja, einfach ein suizidaler Hund, Alter. Oder? Der guckt sogar noch. Guck mal, ich spring jetzt runter. Warum nickt er? Lass mich vorbei. 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 Oh, wie geil das ist, dass der eine auch noch so einen Halbtakt zu schnell kommt. Lass mich vorbei. 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 Jetzt verliert das. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Bisschen aufwärts. Lass mich vorbei. 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 Aber stark. Und der nächste schon wieder. Ich komm zu nichts. Ich will doch nur Kunden abrechnen. Entertainment macht wieder Unglück, Unsinn. Hier wird nicht gegrillt. What the fuck? Wie oft haben wir darüber gesprochen? Imagine, nur dieser Clip. Jemand, 95. Internet ist gerade so am Anfang. So, gerade jemand hat mal gehört, oh, Internet gibt's. Und du darfst ihm 2 Sekunden Video aus der Zukunft des Internets zeigen, um ihm zu zeigen, wie das Internet sein wird in 30 Jahren. Und du nimmst das. Irgendwie auch geil.
Okay. Ich raste nicht aus, Es gibt irgendein Interview, helft mir mal, Chat, wer das war. War das David Bowie? Der, ja, ich glaub, oh mein 1999, Gott. Der schon drüber geredet hat, was das für Auswirkungen haben wird, ne? Legit alles vorausgesehen hat, was gekommen ist. Das ist krass, Mann. David Bowie war auch einfach ein Zeitreisender, bin ich sicher. Dieser Interview-Ausschnitt von 99 mit David Bowie ist so insane. Ich habe den gesehen, ich hatte Gänsehaut. Der alte Starman. Welcher kleine Vollidiot schreibt an diese Leiter eine Nachricht? Nun, jetzt hätte ich gerne die Nachricht gelesen. Meistens sind die da auch total sarkastisch. Erik Range, was? Lol, was? Hat dieser alte Mann irgendwo nicht seine Finger im Spiel? Das ist so creepy, ich hasse das hier. Was machen die Bäume? Ich hasse das. Nicht, ich will mich nicht umdrehen und gejumpscared werden. Ah, du Wichser, du Vogel, so. Okay. Also sie kann sie nicht zeigen, aber ausdrücken kann sie sie. Ich hasse dich. Ja, aber weißt du, was richtig schön wäre, wenn man dazu jetzt noch ein Bild gesehen hätte? Ja. Ach, der Radan, der alte. Der alte Wichser. Boah. Bruder. Das war Instant Karma. Ja, wirklich. Oh, was ist das? Ach, das ist auch wieder so ein Drecks-VR-Spiel. Schlafdeprivation, das Spiel. Ja. Der war ja fantastisch. Ah, war der gut. Der hat mich auch so hart bekommen. Digga, der war richtig stark. Also, wenn du mit einer VR-Brille hätte der dich gekillt, Mann. Hauptsächlich für unseren Bauch. Fäustchen. Von Hof, weil Großvater und ich bei einem längeren Aufenthalt im Sanatorium viel Freude hatten. Was? Ist ein Sanatorium nicht, wo Leute eingeäschert werden? Nein. Nee, das ist ein Krematorium. Oh, nevermind. Ein Sanatorium ist auch nicht gut. Ja, easy. Oh no. Moment. Ah, oh, das ist eine miese Trickfrage. Es ist natürlich eins, aber jeder wird drei nehmen. Wait. Scheiße. Warte. nee, Moment, aber eins ist er auch nicht richtig. Banks hieß doch die Familie, aber er war doch nur Cousin, oder? Ah, stimmt, du hast recht, es ist Will Smith. Er hieß auch in der Serie Will Smith. Ja, stimmt, ja, war. Ja. Eine doppelte Trickfrage. Na, nur die? Ist doch easy. Das stimmt. Nein! Was ist das für ein Spiel? Ich hab, oh mein Gott, ich hab beim Aufräumen so einen Flyer gefunden mit so krasse Fakten über Korea, ne? Und? Da waren. Sind das jetzt, Fakten über das Land oder über die Menschen, die da drin wohnen? Ja, ich weiß nicht. Krasse Fakten über Koreaner. Ich habe beim Aufräumen so einen Flyer gefunden mit so krasse Fakten über Koreaner. Und? Da waren so abergläubische Sprüche. Da stand drin, dass man seinem Freund keine Chicken Wings schenken soll. Weil das dafür steht, dass er eventuell halt so im symbolischen Sinne wegfliegt. Ich dachte, dass er dünne Ärmchen hat. Was ist das denn, Alter? Hä, aber du kennst ja auch mit, du sollst deiner Frau keine Schuhe schenken und so ein Scheiß. Gibt's warum? Das habe ich noch nie gehört. Weil die wegläuft. Wenn du Schuhe verschenkst, musst du derjenige einen Euro geben. Kennst genau du das nicht? Genau wie Messer auch nicht. Was? Warum nicht Messer? Das kenne ich nicht. Ihr denkt euch das komplett aus gerade, oder? Nein. Messer kenne ich, Schuhe kenne ich, Messer kenne ich nicht. Warum Messer? Messer zerschneidet die Freundschaft. Oh Gott. Aber angenommen, du lernst jemanden kennen, der hart auf Knife Play steht. Hä? Wer denkt sich denn so eine Scheiße aus? Muss immer einen Euro geben oder so. Ich meine nur. Ich hatte das auch schon. Was ist Knife Play? Mhm. Darfst auch nie. Du kannst das entweder googeln oder nicht. Darfst auch nie ein Vorhängeschloss verschenken. Mal. Sonst landest du bei mir im Keller an der Heizung angekettet und ich komme jede Nacht. Nee, das ist was anderes. Dass du jede Nacht kommst, ist auch ein Problem.
Wenn jemand da unten in deinem Keller angeschlossen ist. Ich nenne das einen schlechten Tag. Und wenn das bei euch nicht so ist, ne, dann keine Sorge. Keine Sorge, die Männer auch, ne? Wenn ihr so hier voll so, ne, die Männer-Bubis habt und es sieht nicht so aus bei euch, keine Sorge. Da gibt es eine Abhilfe gegen. Da nimmt man so einen Luftballon und bindet den so drumherum. Und dann kann der die so hochhalten, so. Ne, dann nimmt ihr so einen Luftballon, der so mit Helium gefüllt ist, so, und bindet den so drumherum. Und dann ist das Problem gefixt. Ne? Warum okay, hast du mich danke, so Martin. Sehr, Lobelia? Klar. Klar, und natürlich. Sagt man halt zu mir auch. Das mal. Sagt man halt jeden Morgen zu mir. Warum kannst du nicht singen, Kimberly? Warum nicht, Kimberly? Jeden Morgen. Da brauchen wir eine Axt oder so. Hey, mit dem Messer komme ich doch hier nicht weit. Das macht doch keinen Sinn. Machete. Okay. Thank you Machete so much. Den Support. Und Valhalla hat gefragt, na Luni, wie war dein Wochenende? Konnte ich so gut entspannen? Moin. Ich hatte Verstopfung bis vorhin. Eriks Kifferstübchen. So dort kriegen sie das. Dieses grenzinnige. Eriks Kicherstübchen! Nein. Oh, das ist viel süßer! Eriks Kicherstübchen! Oh, auch genannt seine Streams. Hihihi, weil da muss ich immer so viel kichern und lachen, weil der halt so lustig ist. Aber nur einmal rauslassen. Nur einmal. Was? Daddy issues your name ist Asche. Ja. Und dann ist wieder gut. Was ist das denn jetzt? Leute, Alter. Das macht mich fertig. Das ist ein Fiebertraum, ey. Wirklich, da war's. Das ist ein fucking Fiebertraum, Alter. Also wahrscheinlich wird da noch mehr Inhalt, also, aber die hatte das gleiche Sprachvermögen wie meine Tochter. Ich hatte im Kopf, ich wollte sagen, ey, wer will uns denn sagen, ob nicht eine Fünfjährige mit so einem Charakter auf Twitch streamen könnte? Das kann man ja nicht sehen dann. Eine Fünfjährige redet vollständigere Sätze. Wahrscheinlich, ja. Oh, ja. Ich war gerade wirklich perplex. VTubing, Alter. Aber es ist ja auch wieder nur ein Clip. Wahrscheinlich wird sie auch mehr Sätze sagen können. Oh mein Gott, das ist ja jetzt viel einfacher. Oh. Er ist zu groß? Wieso ist er zu groß? Was soll ich machen? Der ist nicht zu groß. Er hätte da so zwei, drei Ideen. Steck erstmal einen Finger rein. Steck ihn rein. Okay, das ist fein. Was? Was? Was war das denn gerade? Irgendwann wilder Clip zum Ende. Freunde, hat mir wieder seit langem sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. War eine schöne Folge, hab viel gelacht, wirklich. Ja, Chat sagt auch ganz richtig. Rocktour.